Donnerstag, der 5. Januar 2023, war für manche ein ganz normaler Tag und für andere ein Jahrhundertereignis. Die Beerdigung von Papst Benedikt dem 16. Er war der erste Deutsche auf dem Stuhl Petri seit fast 500 Jahren und der zweite Papst, der freiwillig sein Amt aufgegeben hat. Am Silvestermorgen war er im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Zu seiner Beerdigung hatten sich viele Bayern auf den Weg gemacht zum Petersplatz nach Rom. Aus unserer Kirchenredaktion auch Jochen Reiling, herzlich willkommen im Studio. Und Andrea Hagen, Sie waren in Bayern unterwegs und haben sich besondere Gottesdienste angeschaut. Herzlich willkommen auch an Sie. Genau, danke. Und ganz kurz, Sie sind wieder zurück aus Rom. Wie war es? Schon alles realisiert oder ging alles viel zu schnell? Es ging alles sehr schnell. Es war ein guter Tag, ein nachdenklicher Tag, aber auch ein heiterer Tag letztendlich. Also, ja. Ganz kurz, warum ein heiterer Tag? Weil, sage ich mal, es weitergeht. Also die Menschen haben gesagt, also mit Benedikt geht was zu Ende, aber er hat ja auch immer Neugier gehabt für Neues und das trägt sich jetzt weiter fort, so würde ich sagen. Und hat man gespürt, dass es das erste Mal war, dass quasi ein Papst einen Papst beerdigt? Das wurde ja jetzt so noch nie vorher gemacht. Also es war eine relativ, sag ich mal, ein sachliches Requiem, also eine Totenmesse, ohne Pomp. Aber die Menschen waren, zumindest um mich herum, wirklich waren schon auch gebannt. Und also beim Rückflug meinte dann ein Gebirgsschütze zu mir, also das halt es echt in ihm nach. Und zwar ein Leben lang, hat er gemeint. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Wie haben Sie es erlebt? Oder wie hast du es erlebt, Andrea? Ja. Ich habe es in Bayern erlebt, sage ich jetzt mal. Aber jetzt nicht nur den Donnerstag, sondern eigentlich auch schon die Tage davor. Und da ist mir aufgefallen, es gab in den ganz kleinen Pfarreien oder den großen Pfarrgottesdiensten waren plötzlich Zettel an der Kirchentüre. Heute Abend Gottesdienst, Gedenkgottesdienst für Papst Benedikt. Und was mir aufgefallen ist, zum Beispiel auch in Berchtesgaden, die Leute haben sich wirklich an einem ganz normalen Werktag in ihre Festtagstracht geworfen, sage ich jetzt mal, und kamen da von der Arbeit und haben sich noch umgezogen. Also auch dieses Läuten der Kirchenglocken. Es gab dann so eine Läuteordnung vom Ordinariat, dass man gesagt hat, an jedem Tag, also um 11 Uhr am Silvestertag läutet es schon wie wild in ganz Bayern oder in Deutschland. Und an jedem Tag um 16 Uhr, sofern nichts dagegen steht, sollen die Glocken geläutet werden. Und das war schon so, wenn es dann so durch das Tal hallt, sage ich jetzt mal, einfach schon was Besonderes. Und mir ist bei den Gottesdiensten schon aufgefallen, dass die Leute mit einem großen Ernst und mit einem großen Wohlwollen einfach da jetzt nicht in Tränen ausgebrochen sind und da irgendwie hingerobbt sind zum Bild, aber ja, schon mit einem großen Ernst Abschied genommen haben. Das war schon sehr bewegend. Und den Gottesdienst in Rom habe ich am Fernsehen geschaut, so wie viele. Genau. Wir haben natürlich für unseren Papst aus Bayern noch einen ganz besonderen Nachruf. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Papst Benedikt der 16. ist tot. Als Josef Aloysius Ratzinger wurde er 1927 im oberbayerischen Marktl am Inn geboren. Schon bald nach der Priesterweihe begann sein Weg nach oben in der katholischen Kirche. Theologe, Professor, Erzbischof von München und Freising und 1982 Chef der Glaubenskongregation in Rom. Am 19. April 2005 hieß es dann Habibus Papam Josephum Ratzinger. Insgesamt dreimal hat Benedikt der 16. als Papst Deutschland besucht. Seine Reise nach Bayern 2006 war ein einziges Fest. Liebe Schwestern und Brüder, es ist für mich tief bewegend, wieder auf diesem wunderschönen Platz zu Füßen der Mariensäule zu stehen. Hier haben mich, es wurde erzählt, vor 30 Jahren die Gläubigen mit großer Herzlichkeit aufgenommen. Und ich habe der Mutter Gottes den Weg anvertraut, den ich nun zu gehen hatte. Die Welt lernte Benedikt den 16. als einen Menschen kennen, der auf die Gläubigen zuging, ihnen Mut machte und von der Freude am Glauben sprach. Kirchenpolitisch stand er für klare Worte, etwa was die Stellung der katholischen Kirche gegenüber den Protestanten betraf. Und er erlaubte die alte lateinische Messform wieder.
Für Entrüstung während seines Pontifikates sorgte unter anderem die Aufhebung der Exkommunikation von 4 Bischöfen der extrem konservativen Pius-Bruderschaft. Und auch die sogenannte Wattileaks-Affäre fiel in seine Amtszeit. In seinen Predigten sprach Benedikt oft über die Grundlagen des Glaubens und beklagte die Schwerhörigkeit des Menschen gegenüber Gott. Sein Motto: Habt den Mut, zu eurem Glauben zu stehen. Und ihr werdet sehen, wer glaubt, ist nie allein. Im Geiste blieb Benedikt der 16. immer Wissenschaftler, im Herzen immer ein Bayer. Und so schenkte das Erzbistum München und Freising ihm zu seinem 85. Geburtstag 2012 ein Stück Heimat mit einem bayerischen Abend in seiner Sommerresidenz. Deutlich zu sehen, nicht nur der Papst, auch der Mensch Benedikt der 16. war zutiefst glücklich. Am Ende dieser bayerischen Stunde kann ich nur von Herzen vergelt's Gott sagen. Es war einfach schön, hier mitten in Latium, in Castel Gandolfo, zugleich in Bayern zu sein. Ich war richtig daheim. Ein halbes Jahr später, am 11. Februar 2013, überraschte er die ganze Welt. Er gab seinen Rücktritt bekannt. Am 28. Februar schließlich endete seine Amtszeit als Oberhirte der katholischen Kirche. Der Heilige Vater zog sich in die Stille des Klosters Mater Ecclesiae im Vatikan zurück. Die letzten Jahre Benedikts waren überschattet vom Missbrauchsskandal im Erzbistum München und Freising, besonders nach der Veröffentlichung des Münchner Gutachtens. Nun ist er, wie er es selbst einmal gesagt hat, vor seinen Richter getreten. Drei Tage lang war er aufgebahrt im Petersdom. Millionen Menschen haben persönlich Abschied genommen. Haben Sie ihn auch noch gesehen oder wann haben Sie ihn das letzte Mal, wann sind Sie ihm begegnet? Also was mir echt noch im Gedächtnis geblieben ist, ist 2012, wir haben es gerade gesehen im Beitrag, der Bayerische Abend in Castel Gandolfo, weil man würde erwarten, dass ein Papst irgendwie ganz herrschaftlich daherkommt. Ganz im Gegenteil, er war einfach unglaublich nahbar und herzlich und hat echt tolle Worte gefunden und war, ja, weiß gar nicht, so wie ein Papa, sage ich mal, ein echter Papa. Ja. Also echt ein ganz, ganz schöner, ergreifender Abend. Und so habe ich ihn in meinem Kopf auch drin, genauso. Über die Vorwürfe, die wir gerade gehört haben, sprechen wir ja noch ein bisschen. Wir hören was darüber. Es gab auch Jubel und Trauer zugleich, als der Sarg weggetragen wurde in Rom. Wie Sie beide das empfunden haben, darüber reden wir auch. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Zu Gast sind heute aus unserer Kirchenredaktion Andrea Hagen und Jochen Reiling. Er war in Rom dabei. Frau Andrea, ich wollte dich fragen, warum gab es so ein unterschiedliches Publikum in Rom? Also es war ja sehr international, aber manche haben gejubelt, als der Sarg weggetragen wurde. Andere haben wirklich geweint. So zerrissen. Ja, ich glaube, das drückt so seine Person auch aus, wie er war, diese Ambivalenz. Er war zum einen, für die einen war er einfach der väterliche Freund, der Wegbegleiter, der große Theologe, dieser Bayer auch. Und die anderen haben ihn natürlich mit Recht, denke ich auch, immer auch kritisch gesehen. Und es war ja dieser ganze Gottesdienst oder diese ganze Atmosphäre in Rom war ja auf dem Petersplatz durchaus still, würdig und trotzdem dieser bayerische Touch, der dann noch kam. Also ich glaube, diese Zweigleisigkeit, diese Ambivalenz, die wird einfach bleiben. Die wird auch im Nachgang, vermute ich jetzt einfach mal, dass es da immer so ein bisschen, wie war er eigentlich? Wissen wir es? Werden wir es jemals wissen? Viele erzählen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist schwierig und schön zugleich. Mysteriös, fast schon wie der Ludwig. Ja. Jochen, du warst bei der Beerdigung dabei, hast uns Bilder mitgebracht. Und weil es natürlich alles sehr schnell ging, von Rom hierher, kommentierst du die live und wir gucken mal rein. Mit der bayerischen Delegation ging es 3 Uhr morgens los, hast du gesagt. Und jetzt genau. Übernimm gern. Genau, das war eine illustre Runde, wie man sieht. Ja, also die ganzen Größen der bayerischen Staatsregierung, ehemals und aktuell, waren dabei. Und eben eine ganze Reihe von Erzbistumsvertretern, von der Kirche. Und ich habe schon gesagt, die Stimmung war eigentlich eher fast schon heiter zum Teil. Weil, also
ich sage jetzt mal, Klassentreffen trifft es ganz gut. Man kennt sich, man hat viel auch erzählt von was früher war, wie man Benedikt erlebt hatte. Und es wurde, also man hat sehr warmherzig alles, sage ich mal. Und ich habe das ja auch eben in diesem Pulk auch erlebt. Das heißt, die Stimmung war da wirklich gut, also freundlich und zugewandt. Als dann der Sarg weggetragen wurde, gab es dann noch die Abmachung mit dem Herrn Genswein, dass eben die Blaskapelle aus Unterpfaffenhofen spielen durfte. Und das war wirklich ein emotionaler Moment. Also die Bayernhymne, als die erklang, ich glaube, da gab es wirklich Tränen. Also weil es einfach schön war, also für alle. Also wirklich so in meinem Bereich, wo ich war mit den Bayern, war das wirklich toll. Genau. Obwohl ja in ganz Deutschland das... Ne, nicht alle so gesehen haben, aber ich glaube, er hätte es sich auch wahrscheinlich so gewünscht. Und wie hat es der Papst Franziskus gemacht? Was war da für eine Stimmung zu fühlen? Ich habe mir das im Hinterher auch überlegt oder mit Kollegen gesprochen. Das war also ganz eigenartig, weil viele gesagt haben, sie hätten sich eine viel persönlichere Ansprache von Franziskus gewünscht, wo die beiden sich doch auch oft besucht haben, beziehungsweise Papst Franziskus den Papst Emeritus besucht hat, also in dieser Richtung. Und die waren so ein bisschen enttäuscht eigentlich über diese Nüchternheit. Aber Franziskus neigt ja auch dazu, dass er mal abschweift und mal dahin schweift. Aber es war so ganz, es war sehr theologisch, wie er gepredigt hat. Nur ganz am Ende kam ja dann dieser Satz, wo er dann eben sagt, du treuer Diener Benedikt, jetzt darfst du quasi endlich, stehst du vor deinem Richter und ich gönne es dir, also jetzt mit meinen Worten übersetzt. Das war bei vielen Theologen, die gesagt haben, das hätten sie sich irgendwie nicht erwartet, dass er da so nüchtern ist. Gleichzeitig muss man sagen, diese Abschiedsszene, die er am Sarg dann, wo er war ja sehr schlecht zu Fuß, wie wir alle gesehen haben, wo er dann da steht und wirklich nochmal die Hand da hinlegt und sich verneigt eigentlich, das war für mich so eine der stärksten Gesten. Also wo das nochmal kam. Ansonsten war es ein unheimlich schlichter Gottesdienst in allem, weil da würde jeder Kardinal wahrscheinlich oder Bischof hier in Bayern oder in Deutschland länger brauchen. Ja. Aber die Geste war für mich über allem dann gestanden. Ja. Vielleicht war das ja auch so abgesprochen, weil am Ende ist der Papst ja nicht tot. Er ist ja im Moment noch am Leben. Ja? Und dann ist es im Zweifel sehr schwierig, da einen guten Weg zu finden. Aber du warst ja für uns in Berchtesgaden und da schauen wir jetzt mal rein. Gedenken für Benedikt den 16. Vor allem in Bayern und im Erzbistum München und Freising gab es viele Gebete und Gottesdienste. In der Stiftskirche von Berchtesgaden hatte das aber einen besonderen Grund. Für den dortigen Pfarrer war Benedikt über 4 Jahrzehnte ein väterlicher Freund. Denn Monsignore Thomas Frauenlob kennt Josef Ratzinger aus Traunstein, aus München und aus dem Vatikan in Rom, wo Frauenlob in der Bildungskongregation gearbeitet hat. Tief bewegt hat er nun mit einem festlichen Gottesdienst in seiner Pfarrkirche zusammen mit der Gemeinde Abschied genommen von einem, wie Frauenlob sagt, großen Theologen und tiefgläubigen Menschen, der nun seinen irdischen Weg vollendet hat. Und genau dieser hatte war ein guter Wegbegleiter und du hast ihn interviewt. Mhm, genau. Willst du das kurz selbst einleiten oder sollen wir direkt rein? 40 Jahre, über 40 Jahre kennen sich die beiden und der Thomas Frauenlob hat auch in Rom gearbeitet, aber wir können auch gerne gleich reinschauen. Und es war wirklich schon sehr bewegend. Ich habe schon gemerkt, dass es ihm schon nahe geht, als ich ihn gefragt habe. Und ich finde, du hast nicht nur nette Fragen gestellt. Ich wollte einfach das wissen, was ich wissen wollte. Sehr gut. Und das schauen wir uns an. Ja, und ich darf mich jetzt hier unterhalten mit Monsignore Thomas Frauenlob hier in Berchtesgaden, der Pfarrer auch, der ihm in ganz besonderer Weise verbunden ist. Ich sage jetzt mal Studienseminar Traunstein, römische Zeit. Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen und wie war dieser Besuch? Ich habe ihn Ende August, am 29. August zum letzten Mal gesehen. In einem Besuch in Monastero. Und ja, er war sehr fragil, sehr gebrechlich. Aber wie auch alle sagen, die ihm begegnet sind, ein reger Geist war in ihm. Er war fit mit dem, was vor sich geht in unserer Gegend. Und er war ja sehr interessiert daran, genau diese Dinge zu erfahren oder noch mehr erläutert zu bekommen oder Nachfragen machen zu können. Die römischen Jahre verbinden Sie ja auch mit ihm. Es gab dann den berühmten Satz,
Habemus Papam, wir haben einen Papst. Wie hat ihn dieses Amt denn verändert, aus Ihrer Sicht? Er hat irgendwie wie eine Schalter, der umgekippt war. Plötzlich war er Papst. Also er hat Kinder in den Arm genommen, er hat den Leuten freundlich zugelächelt, er hat alles das getan, was, so meine ich zumindest, beobachtet zu haben, was für ihn mit dem Papsttum verbunden ist, was er da als solches zu tun hat, im groben Gehorsam und der Übernahme einer solchen Aufgabe. Und das hat er getan. Es ist ja ein Schatten, der schon über der Amtszeit bzw. über ihm jetzt liegt letztlich. Vorwürfe, Anschuldigungen, das Stichwort oder das Wort Missbrauchsskandal. Denken Sie, ist das so ein großes Versagen, das jetzt leider von ihm bleiben wird? Im Rückblick muss man vielleicht sagen, vielleicht ist es zu wenig angepackt worden. Vielleicht ist es einfach zu business as usual behandelt worden zunächst mal. Bis man dann also wirklich mit dem großen Krach 2010, würde ich mal sagen, ist dann die große Wende gekommen. Und sein Schreiben an die irischen Bischöfe war ja, wo er wirklich sich, wo er Stellung genommen hat, wie er das sieht. Sein Treffen mit den Missbrauchsopfern, das von allen, die dabei waren, immer geschildert ist, besonders emotionales Mitfühlen, das ihn wirklich zutiefst getroffen hat, diese Fälle und die Trauer, die damit verbunden ist. Und das lehme ich ihm auf alle Fälle ab. Ist er eine weiche Seele letztlich gewesen? Oder wie würden Sie ihn charakterisieren? Er ist eher ein zurückhaltender, scheuer Typ gewesen, der sozusagen qua Amt in die Öffentlichkeit treten musste. Ja. Und das, glaube ich, das war jetzt nicht sein. Wenn es um theologische Fragen gegangen ist, um philosophische Fragen, um diese Auseinandersetzungen, da hat er keinen Konflikt gescheut. Aber ich glaube, sonst in persönlichen Konflikten, wenn man so will, da, glaube ich, ist es für ihn schon schwieriger gewesen. Also das war er auch nicht gewohnt, das war irgendwie vielleicht ein wenig fremd. Er wünschte sich ja den Tod. Beim letzten Treffen sagte ich noch zu ihm, also Heiliger Vater, bleiben Sie uns noch lange erhalten. Und dann schaut er mich so an und schüttelt den Kopf und sagt, nein, ich mag nicht mehr, ich will sterben. Also er wollte einfach sterben. Monsignore Thomas Frauenlob, vielen herzlichen Dank für diese Eindrücke, die Sie haben uns auch ein bisschen in Ihr Herz schauen lassen jetzt. Herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Danke. Bitte. Ja, danke schön, Andrea. Gerne. Jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, man sollte Tote ruhen lassen und nicht noch nachtreten. Mhm. Jetzt hast du schon angedeutet, das wird beim Papst Benedikt dem 16. nicht so ganz gelingen. Mhm. Aber inwieweit hat er denn Kirchengeschichte geschrieben? Ich glaube, er hat Kirchengeschichte geschrieben, weil er die Theologie quasi fast, die deutsche Theologie oder gesellschaftsfähig gemacht hat, weil man dann mehr gesprochen hat über Theologie durch seine vielen Bücher, die er geschrieben hat. Immer die Theologie, das Glaubensleben in die Gesellschaft hineinzutragen, das war ein Anliegen für ihn, von ihm. Und ich glaube, Geschichte geschrieben hat er auf alle Fälle mit seinem Rücktritt. Mhm. Weil das war ja irgendwie Papst Celestin 1200 irgendwann war der Erste und er hat schon 2010 hat der Papst am Grab von Celestin in Aquila nach diesem Erdbeben seine Stola, sein Pallium hingelegt. Und damals haben die Leute schon gesagt, das ist ein Zeichen, also dieses Ehrenzeichen, diese Stola. Und ich finde, das wird von ihm auch bleiben. Einer, der gesehen hat, ich kann das nicht mehr, dieses Amt nicht mehr ausfüllen und ich trete zurück. Mhm. Da haben wir ja alle irgendwie geschaut, wahrscheinlich wie ein Schwalbe, wenn es blitzt, so ungefähr. Also das war... Da hat ja keiner damit gerechnet. Und der hat ja noch sehr lange gelebt. Richtig, also, es waren ja fast 10 Jahre noch, in denen er weiter geforscht hat und immer wieder die Theologie, immer wieder das vorwärts bringen wollte. Gesellschaft geht nicht ohne Glaube. Ja. Darüber sprechen wir gleich noch. Außerdem ist zwar jetzt das Jahr 2022 irgendwie im Zeichen von Benedikts Tod, aber es gab natürlich noch viel anderes und das sehen wir uns gleich an. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Wir sprechen eigentlich gerade über den Tod von Papst Benedikt XVI. Am 31.12. ist er verstorben. Jetzt prägt das ganze Jahr 2022 dieser Tod. Aber es ist ja noch viel mehr passiert. Und deshalb gibt es einen kleinen Rückblick. Emilia, das allererste Baby im Caritas-Kinderdorf Irschenberg. Eigentlich ein Grund zur Freude. Dahinter steckt aber die tragische Flüchtlingsgeschichte von Julia aus der Ukraine. Sie ist hochschwanger mit ihrer großen Tochter, ihrer Mutter und ihrer Oma nach Bayern geflüchtet.
Ich war sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob wir hier freundlich empfangen werden. Und ich bin so froh, dass wir so einen guten Ort gefunden haben. Es wissen gerade so viele nicht, wo sie hin sollen oder wo sie etwas zu essen finden. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats sind inzwischen über 10 Millionen Menschen vor Tod und Terror aus der Ukraine geflohen. Jeder Einzelne musste sein Hab und Gut, sein ganzes bisheriges Leben zurücklassen. Wir hatten eine gute Wohnung, gute Jobs. Wir haben mit unserer ganzen Familie zusammengelebt. Wir hatten schon ein richtig schönes Kinderzimmer für das Baby eingerichtet. Am 24. Februar wachten wir um 5 Uhr früh auf, weil meine Mama anrief und sagte, der Krieg beginnt. Unsere große Jeva weinte viel und ich war ja schwanger. Und ich hatte Angst, dass ich das Baby verliere. Auch hier steckten viele, viele Emotionen in dem ganzen Jahr drin. Und was ist Ihnen da besonders im Gedächtnis geblieben, Jochen? Also genau, das Jahr stand eigentlich ganz klar auch im Zeichen des Ukraine-Krieges. Also das war für uns immer wieder Thema, wir haben es gerade gesehen. Wir hatten noch viel mehr Themen dazu, zum Beispiel eine Schule in München, die sich eben um Flüchtlingskinder kümmert, die ja kein Deutsch können, aber trotzdem ja irgendwie mitgenommen werden sollen. Und es gab dann wirklich zwei eigene Klassen, man hat dann eigene LehrerInnen engagiert, die eben ukrainisch-deutsch können und haben dann die SchülerInnen vorbereitet aufs Abitur tatsächlich. Also die haben jetzt wirklich dann auch die Chance quasi in Deutschland Fuß zu fassen, was ja enorm wichtig ist. Sprache ist wichtig, aber eben auch anzukommen, unsere Kultur kennenzulernen. Und dafür waren eben so diese Kulturdolmetscher eben dann echt da. Genau, das war ein Schwerpunkt, sage ich mal. Es gab so viele kleine und große Hilfssachen, die jetzt kirchlicherseits, die überall gelaufen sind, als das mit den Flüchtlingen mit Ukraine losging, sage ich jetzt mal. Ob das am Bahnhof war, ob das da eine Bücherei ist, die ukrainische Bücher dann besorgt hat und oder Wohnungen oder Familien, die sich gekümmert haben. Und wir wollten halt den Schwerpunkt, weil wir gesagt haben, Mensch, da ist ein Caritas-Kinderdorf und die nehmen da auch noch mal jemand auf. Also das hat uns wirklich das Kirchenjahr sehr, sehr geprägt. Wir haben uns auch mit anderen Themen natürlich beschäftigt. Auch Missbrauch war ein Thema bei uns zum Beispiel, das große Thema. Wir haben es jetzt war ein Priester, den wir dazu gesprochen haben. Also schon auch harte Sachen, die wir dann angehen, weil wir einfach wollen, dass man weiß, was so los ist auch in der Kirche oder ja einfach den Menschen zeigen, hey, hier sind wir bei euch und können euch was bieten. Und bezogen auf Corona war das noch oder war das eher schon immer noch Aufarbeitung der Geschichte? Also mit Corona war es natürlich oft auch schwierig, an die Menschen ranzukommen. Das war das andere, dass wir dann nicht drehen durften oder nicht drehen konnten. Das war unser großes Manko und vieles halt auch absagen mussten oder eigentlich gern Menschen getroffen hätten, die dann gesagt haben, nee, geht nicht. Insofern haben wir uns da irgendwie so ein bisschen durchgeschummelt, kann man fast sagen. Aber haben immer wieder tolle Themen. Eine Kollegin hat zum Beispiel eine Einsiedelei ausprobiert, weil wir gesagt haben, da gibt es so viele Menschen, die wollen mal wieder zu sich kommen, gerade wegen dieser Corona-Zeit. Und die sind die Einzelnelei gegangen. War ein gutes Beispiel, weil die Kollegin eben eine junge, medienaffine Frau ist, die eigentlich ohne Handy nicht kann. Ja. Für sie ist sozusagen 3 Tage ohne Handy unvorstellbar gewesen. Im Wald, genau. Und es kam so, wie es kommen sollte. Danach meinte sie, es war echt eine gute Zeit. Und sie hat sich vorgenommen, für die Zukunft da eben auch wirklich weniger zu machen. Ja, das ist so unser Antrieb, dass wir sagen, vorstellen, glauben, Menschen. Ja. Gerade in Krisenzeiten und in schlechten Zeiten und jetzt ist noch mit der Inflation und den Strompreisen, kommt so viel noch obendrauf auf Corona und den Krieg und so weiter. Mhm. Halten sich die Leute ja oft an einen Glauben. Jetzt ist die Frage, 2010 gab es mal eine große Austrittswelle aus der Kirche. Spürt man da einen Weg zurück oder sagt ihr, eigentlich verteilt sich das auf viele verschiedene Glauben mittlerweile oder wie sieht es aus?
Es bleibt schwierig. Es bleibt schwierig. Definitiv. Also wir haben es ja schon besprochen, also Missbrauch ist nur ein Themenfeld, was einfach wirklich ja nicht aufhört leider. Also das ist ja immer wieder Thema. Dazu kommt ja, dass die heutige Elterngeneration ihre Kinder auch nicht mehr wirklich religiös erzieht. Also auch da muss man schauen, was mit sich bringt. Außer in der Schule in Bayern und dann. Manche Kindergärten machen das noch richtig gut. Aber wir gucken mal. Wir haben, oder ihr habt ja dazu auch einen schönen Beitrag vorbereitet. Hallo, mein Name ist Judith Dengler. Ich bin Archivarin im SOS Kinderdorf. Studiere nebenbei Geschichte und Kunstgeschichte, führe ein erfülltes Leben, ein lediges Leben mit meinem Partner David. Wir sind vor ungefähr einem Jahr hier nach München, nach Neuhausen gezogen. Und diese Kirche, dieser Ort hier, Herz Jesu in Neuhausen, spielt eine ganz wichtige Rolle für mich persönlich auch. Ich wurde nämlich hier wieder in die Gemeinschaft der katholischen Kirche aufgenommen und fühle mich pudelwohl. Die Wiederaufnahme, es war so, der Herr Monsignore Böck hat mir dann ein Gebetsbüchlein in die Hand gedrückt und hat gesagt, schau mal, jetzt machen wir die Extended Version vom Glaubensbekenntnis. Und es war dann einfach alles in allem stimmig, es war lustig, wir haben auch bei der Wiederaufnahme gelacht und auch da war das Gefühl richtig. Es fühlt sich so gut an, muss ich wirklich sagen. Und das Wichtigste im Leben für mich ist Liebe. Und Liebe schließt ja viel mit ein. Liebe schließt ein Selbstliebe, Liebe schließt die Liebe zu anderen Menschen mit ein, eine freundschaftliche Liebe, eine Liebe auf Paarbeziehung, aber auch die Liebe zu Gott und die Liebe eigentlich zur ganzen Umwelt, dass man alles wertschätzt. Und zur Liebe gehört für mich auch die Dankbarkeit sein zu können und dieses dankbar annehmen, egal um was es sich handelt, ist auch ganz ein wichtiger Wert in meinem Leben. Aber das sind doch schöne Beispiele, wenn so junge Menschen wieder zurück zum Glauben finden, jetzt für euch. Aber vielleicht, Andrea, kannst du noch was dazu sagen? Das ist uns ein ganz großes Anliegen, weil die Menschen sind teilweise so enttäuscht. Die Austrittswelle ist noch nicht beendet, wirklich nicht. Die Menschen sind enttäuscht, sie sind verärgert, sie sagen, was soll ich in der Kirche? Und Kirche und Glaube darf man auch nicht immer verwechseln. Und jetzt machen wir uns auf die Suche und machen unter dem Titel Das macht Sinn auf die Suche nach Menschen, die sagen, ja, mir gibt der Glaube schon was. Die Judith ist ein Beispiel dafür. Wir haben ein Malteser-Ehepaar, die sich seit Jahren engagieren. Wir haben Menschen, die sich für Obdachlose engagieren, nicht weil sie toll dastehen wollen. Und das wollen wir zeigen. Und ich glaube, nur so kommen wir einfach weiter, dass wir sagen, es ist die Institution. Ja gut, ihr könnt schon drauf schimpfen, aber es gibt auch Menschen, die sagen, das gibt mir was, das gibt mir Halt. Und das sind nicht die, keine Ahnung, auf den Knien zur Kirche vorkriechen. Mhm. Also ist meine. Und wir erleben halt eben diese Menschen, die wirklich aus dem Glauben heraus Gutes tun. Das versuchen wir auch zu vermitteln, dass das also gerade in der heutigen Zeit Klimakatastrophe, also was alles ist, also es ist wirklich schwierig und da braucht es umso mehr eigentlich im inneren Kern, wo man sich festhalten kann. Und darauf freuen wir uns dann noch mehr von euch zu hören in 2023. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass ihr da wart, Andrea Hagen und Jochen Reiling. Dankeschön.